Damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 49, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Schulen in Hessen profitieren zum Schuljahresbeginn 2015/16 von bundesweit beispielhafter Personalausstattung und so weiter, Drucksache 2415/19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und die guten Zeiten sind so weit, dass ich keine Wortmeldung habe. Haben Sie noch einen gelben Zettel gefunden? Das Wort hat Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich habe das große Vergnügen, das Kapitel Gute Zeiten aufschlagen zu dürfen. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner, für diese Schreibvorlage. Ich finde, das ist ein sehr treffliches Bild. Gute Zeiten zu einem guten, sogar sehr guten Schuljahresbeginn. Auch in diesem Jahr gelingt der Schuljahresbeginn in Hessen nicht nur zum Glück, sondern wegen kluger und erfolgreicher Bildungspolitik wieder vorzüglich, meine Damen und Herren. Da dürfen wir stolz drauf sein. Auch in diesem Jahr wird in Hessen der Bildungspolitik wieder allerhöchste Priorität eingeräumt. Und da bin ich froh darüber. In diesem Jahr sind die Ausgaben für Schulen auf einem absolut historischen Höchststand. Und ich hatte eben schon Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wir hatten nie eine so fantastische Lehrer-Schüler-Relation, nämlich von 1:15 wie in diesem Schuljahr. Von daher, die Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik, und da dürfen wir uns darüber freuen. Das gibt es nämlich in keinem anderen Bundesland, meine Damen und Herren. Prozent Lehrerversorgung. Herr Kollege Degen, wenn Sie 105% Lehrerversorgung irgendwo, wo Sie Regierungsverantwortung tragen, vorweisen könnten, Sie würden den ganzen Tag die Glocken läuten lassen, damit wir das auch einmal wissen. Den ganzen Tag würden Sie die Glocken läuten lassen. Wir haben die 105%. Da sind wir stolz drauf. Und die sind nicht vom Himmel gefallen. Die sind nicht vom Himmel gefallen. In den letzten Jahren sind 2.500 Lehrerstellen geschaffen worden, zusätzlich geschaffen worden. In diesem Jahr, das ist eine besondere Entwicklung, 53.000 Erstklässler. Ich freue mich darüber, dass zum zweiten Mal in Folge die Zahl der Erstklässler leicht gestiegen ist. Das ist ein gutes Zeichen, das ist eine gute Entwicklung. Gleichwohl bleibt es dabei. Per Saldo sind es 7.000 Schülerinnen und Schüler weniger als im vergangenen Schuljahr bei gleichbleibender Lehrerzahl. 50.000 bei 760.000 Schülern, 99, auch wenn Sie schwer tragen können, 43.000 Lehrerstellen bei 900.000 Schülerinnen und Schülern. Nur damit wir wissen, wovon wir hier reden. Und insofern ist da sehr, sehr viel geschehen. Da sind wir froh darüber. Und genau dieser Priorität für gute Bildung werden wir auch weiter Rechnung tragen, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Ich will da an dieser Stelle durchaus sehr ernsthaft darauf eingehen, dass wir in sehr besonderen Zeiten leben. Der Ministerpräsident sprach von Zeiten von fast historischer Herausforderung, das ist gar keine Frage. Aber wir tragen der besonderen Herausforderung Rechnung, und zwar maßvoll und klug. Und, Herr Kollege Gremmels, wenn Sie mich hier permanent ansprechen, gehe ich gerne auch kurz auf die Fragestellung der Herderschule ein, wo wir am letzten Donnerstag gemeinsam munter diskutieren konnten. Es war eine große Freude. Nur Fakt ist, Substanz konnten Sie daraus am Ende des Tages nicht ziehen. Ich habe nämlich nach dem offiziellen Teil durchaus mich noch einmal austauschen können mit Schulleitung. Fragestellung, ist denn ein Kurs nicht zustande gekommen? Antwort, nein, wir haben alles hingekriegt. Wir haben alles hingekriegt.
Und wir kriegen nebenher auch noch unsere Arbeitsgemeinschaften hin. Also, was ist Ihre Grundbotschaft? Spielen Sie die Leute nicht schwindelig? Spielen Sie die Leute nicht schwindelig? Erzählen Sie denen nicht, die Bildungspolitik würde jetzt im Bereich der Gymnasien sparen. Das entspricht nicht den Tatsachen. Wir haben eine Stellenumlenkung zugunsten von Bereichen, die Sie permanent fordern, unter anderem auch die große Herausforderung der Sprachförderung. Da gibt es mittlerweile in diesem Bereich 1280 Stellen. Ich habe es eben schon gesagt, 20% Stellenzuwachs. Ganztagsschulbereich, da werden wir gleich noch einmal darauf eingehen. 345 Stellen, 220 zusätzlich im Bereich der Inklusion und im Bereich des Sozialindex in Summe 420. Insofern, das sind Kraftanstrengungen, die wir bewerkstelligen, und zwar mit großer Verantwortung. Und im Übrigen, der Kultusminister hat sämtliche Gymnasien, sämtliche Schulleitungen hier angeschrieben. Gibt es Probleme bei Kursbildung? Gibt es tatsächlich irgendwelche nicht lösbaren Schwierigkeiten? Nach meinem Kenntnisstand hat es da bisher noch keine allzu großen Beratungsbedarfe gegeben. Insofern, all das, was Sie hier an Unkenrufen in den Raum stellen, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Und ich bin mir sicher, dass das auch so bleiben wird, meine Damen und Herren. Deswegen. Drei Programme starten im neuen Schuljahr. Wir reden ja von guten Zeiten. Das ist der Pakt für den Nachmittag. Das ist die Integration und Abschluss, INTEA genannt, und das Push-Programm Praxis und Schule. Gestatten Sie mir, dass ich in den verbleibenden wenigen Minuten kurz auf die drei Programme eingehe. Pakt für den Nachmittag, Ausbau des Ganztagsprogramms, der Ganztagsangebote, ist das größte Investitionsprogramm in der hessischen Schulgeschichte. Da geben wir richtig Gas, da geben wir richtig Ressourcen rein. 57 Grundschulen starten in diesem Jahr in den Pakt. Parallel dazu können die Schulträger, die noch nicht im Pakt sind, durch weitere Zuweisungen von Stellen eine planbare Ausweitung an ihrer Schule gewährleisten. In diesem Jahr wird ein doppelter Zuwachs an Stellen in diesen Bereich reinfließen. Bisher waren es per anno 115, jetzt werden wir 230 reinhaben. Das bedeutet sukzessiver flächendeckender Ausbau nach Bedarf, wo diese Ganztagsangebote eingefordert werden. Das ist, glaube ich, sehr klug, sehr verantwortlich. Wir geben Chancen, wir verordnen aber nicht. Und das ist genau unsere Maxime von kluger Politik. Zu diesem Programm INTEA, Integration und Abschluss, das ist in der Tat der letzte Baustein im Gesamtsprachförderkonzept. Der Blick geht hier auf die 16- bis 18-Jährigen. Bislang ist das, wie wir wissen, auch aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Bereich EIBE mit abgebildet worden. Dieses Sprachförderkonzept INTEA ergänzt die bisherigen Angebote für Schulpflichtige der 6- bis 16-Jährigen und ist in der Tat ein wesentlicher Baustein, um das zu komplettieren, auch in Kenntnis der Herausforderungen, die hier vor uns liegen. Dann kommen wir zu dem Push-Programm Praxis und Schule. Da bin ich ein Riesenfan von. Die Anzahl derer, die ohne Abschluss das Schulgebäude verlassen, muss weiter reduziert werden. Ein Hauptschulabschluss ist die Grundvoraussetzung dafür, sich entweder schulisch weiterbilden zu können oder den Einstieg in eine Ausbildung zu bekommen. Diesem Grundsatz fühlen wir uns verpflichtet. Diesen Grundsatz tragen wir ebenso mit großer Verantwortung. In diesem Jahr läuft in diesem neuen Push-Programm an 46 Standorten an allgemeinbildenden Schulen, genauso wie an 46 Standorten an beruflichen Schulen. Für 1.800 Schüler mit Leistungsrückständen die Runde an. 1.800 Schüler, die in die Lage versetzt werden, einen Hauptschulabschluss zu erreichen, um dann in Ausbildung zu kommen. Das finde ich eine fantastische Sache und ist genau auch eine Situation, die wir aus dem Bildungsgipfel mitgenommen haben, nämlich
Schule und Ausbildung zu verzahnen, Schule und Ausbildung mit frühzeitigen Praktika-Anteilen besser miteinander in Verbindung zu stellen, um den jungen Menschen eine Koordinate zu geben, was sie denn möglicherweise für den beruflichen Schwerpunkt nach dem Schulabschluss setzen können. Auf den Sozialindex bin ich vorhin eingegangen. 420 Stellen stehen hier für Lehrkräfte oder Sonderpädagogen zur Verfügung. Bis 2019 bauen wir das im Übrigen auf 600 aus. Das ist eine fantastische Leistung. Leider fehlt mir jetzt die Zeit, noch auf die neue Modellregion der inklusiven Bildung einzugehen. Deswegen will ich abschließen. Ich hatte ja vorhin schon die Gelegenheit, Herr Kollege Degen, mich dazu zu äußern. Feststellen, die Herausforderungen sind groß. Die Ressourcen sind endlich. Die Prioritäten sind klar. Und, Herr Kollege Degen, Herr Kollege Fraktionsvorsitzender, Herr Schäfer-Gümbel, Sie müssen sich dann schon entscheiden, ob Sie flächendeckend winzige Kurse anbieten wollen und AGs für rhythmische Sportgymnastik oder auch die Errichtung neuer Intensivklassen möglicherweise mit Priorität versehen. Ich glaube, wir haben hier eine klare Koordinate und tun sowohl dem einen Recht, nämlich vernünftige Bildung an Gymnasien, Kollege Schwarz, kommen Sie bitte auch zum mit Schluss. Den besonderen Herausforderungen, die ich eingangs beschrieben habe. Gute Bildung für gute Schulen, starke Bildung bedeutet starke Schüler. Diesem Grundsatz bleiben wir treu mit einer erfolgreichen schwarz-grünen Koalition. Das war Freude, hier zusammenzuarbeiten für eine kluge Schulpolitik. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit der bildungspolitischen Debatte, jetzt im Teil gute Zeiten. Mit dem Schuljahresbeginn setzt die schwarz-grüne Landesregierung ihre bildungspolitischen Schwerpunkte weiter konsequent fort, und wir greifen die Anregungen aus dem Bildungsgipfel auf. Wir setzen unsere Schwerpunktsetzung fort in Bezug auf die Lehrerzuweisung, auf eine Lehrerzuweisung weit über den Bedarf der Grundunterrichtsversorgung hinaus, auf ein Versprechen dieser Landesregierung, was es in dieser Form in keinem anderen Bundesland gibt, nämlich dass wir alle Stellen, die rechnerisch durch zurückgehende Schülerzahlen frei werden würden, eben nicht kürzen, nicht zur Haushaltskonsolidierung verwenden, sondern jede Stelle eins zu eins für die Qualitätsverbesserung unseres Bildungswesens einsetzen. Wir setzen unsere Schwerpunktsetzung fort, indem wir weiter daran arbeiten, dass wir an Hessens Schulen mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit realisieren. Und für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit, da sind sich hoffentlich alle hier in diesem Haus einig, gibt es vier entscheidende Faktoren. Es gibt noch ein paar mehr, aber vor allem vier sind sehr entscheidend dafür. Kommen wir voran beim Thema Ausbau von Ganztagsangeboten an unseren Schulen. Kommen wir voran bei der Deutschförderung von Migrantinnen und Migranten in unserem Bildungssystem. Kommen wir voran bei der Inklusion, bei der gemeinsamen Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen. Und kommen wir weiter voran darin, dass Schulen in sozialen Brennpunkten eine bessere Lehrerausstattung bekommen als andere Schulen. Und genau diese vier Punkte, Ganztag, Inklusion, Lehrerzuweisung nach Sozialindex und Deutschförderung, das sind die klaren Schwerpunkte in den beiden Schuljahren, die diese schwarz-grüne Landesregierung bislang verantwortet, meine Damen und Herren. Allein in den Schuljahren 2014-15 und jetzt im laufenden Schuljahr 15-16 zusammengenommen haben wir in diese vier Bereiche fast 1.000 Lehrerstellen gebracht. Fast 1.000 Lehrerstellen innerhalb von nur zwei Jahren. Ich will das sehr präzise aufschlüsseln, weil die Zahlen sind alle nachprüfbar. 345 Stellen in diesen zwei Schuljahren zusätzlich für den Ausbau von Ganztagsangeboten. Allein in diesem Schuljahr 230 Stellen zusätzlich. So viele zusätzliche Stellen gab es noch nie für den Ausbau der Ganztagsangebote in Hessen.
Und wir haben ein ehrgeiziges Ziel mit dem Ausbau der Ganztagsangebote. Wir sagen, wir wollen innerhalb von 5 Jahren allen Grundschulen ermöglichen, ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr anzubieten. Die Eltern in unserem Land warten da händeringend darauf, weil es versteht niemand, warum das mühsam gefundene Betreuungsarrangement, was man in der Kita noch hat, dann aufhört, wenn die Kinder eingeschult werden. Hier sagen die Eltern, schafft endlich ein vernünftiges Bildungs- und Betreuungsangebot aus einem Guss an den Grundschulen. Und das ist das große Ziel dieser Koalition, das endlich in Hessen zu verwirklichen. Innerhalb von nur 2 Schuljahren 260 zusätzliche Stellen für die Sprachförderung. Einmal, um die vorhandenen Intensivklassen und Intensivkurse in der Mittelstufe auszubauen, aber auch, um endlich im Bereich der beruflichen Schulen ein systematisches Angebot der Sprachförderung zu realisieren mit dem neuen Programm InteA. Ich finde, wir haben da einiges erreicht. Das können wir sehr selbstbewusst sagen. Aber natürlich wissen auch wir, dass wir angesichts von steigenden Flüchtlingszahlen von immer mehr Menschen, die als Zuwanderer in unser Bildungssystem kommen, auch hier noch Hausaufgaben erledigen müssen. Das ist gar nicht die Frage. Aber wir haben 260 Stellen geschaffen. Wir haben das InteA-Programm geschaffen. Auch hier eine ganze Menge bereits geschehen, meine Damen und Herren. 220 zusätzliche Stellen innerhalb von 220 Stellen innerhalb von 2 Jahren für den Bereich Inklusion. Eine solche Steigerung für den inklusiven Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung hat es auch in den vergangenen Jahren in Hessen nicht gegeben. Auch hier wissen wir, wir müssen noch weiterarbeiten, wir müssen noch besser werden, damit wir möglichst den Elternwünschen nach inklusiver Beschulung entsprechen wollen. Aber auch wir haben mehr Modellregionen auf den Weg gebracht für Inklusion, in denen wir genau diesen Umlenkungsprozess organisieren, nicht von oben vorgeschrieben, sondern immer orientiert am Elternwillen. 220 Stellen innerhalb von 2 Schuljahren, das ist ein Wort. Aber wir wollen noch besser werden, meine Damen und Herren, das ist doch gar keine Frage. Applaus 120 Stellen allein für die Lehrerzuweisung nach Sozialindex. Das ist ja immer so ein bisschen ein sperriger, ein abstrakter Begriff, Lehrerzuweisung nach Sozialindex, alles sehr technisch. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass die Schulen, die in schwierigen Stadtteilen ganz besonders herausgefordert sind, wo Lehrerinnen und Lehrer einen ganz super Job machen, um Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern, auch Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Hintergründen, auch Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten, dass wir den Schulen sagen, wir lassen euch nicht allein mit dieser Riesenherausforderung, sondern wer besonders pädagogisch herausfordernde Arbeit macht, der wird von dieser Landesregierung auch durch zusätzliche Lehrerzuweisung unterstützt. 120 zusätzliche Stellen allein in 2 Schuljahren, meine Damen und Herren. Auch der islamische Religionsunterricht wird weiter ausgebaut, damit wir auch hier endlich das Angebot schaffen, aufwachsend aus der Grundschule, damit es auch für Kinder muslimischen Glaubens ein schulisches Angebot gibt. So selbstverständlich wie der Religionsunterricht in evangelisch, in katholisch ist, so selbstverständlich wird er schrittweise auch der islamische Religionsunterricht in unserem Land. Meine Damen und Herren, schauen wir uns noch einmal die Zahlen an. 38.000 Stellen Grundunterrichtsversorgung. Der Grundunterricht abgedeckt in Hessen, gar keine Frage. Darüber wird in anderen Bundesländern eifrig diskutiert zu Schuljahresanfang. In Hessen gar keine Frage. Über diese 38.000 Stellen hinaus 2.000 Stellen für die Lehrerversorgung über Bedarf, die 105% Lehrerversorgung. 2.000 Stellen, die die Schulen nach eigenem Ermessen, nach den Problemen vor Ort, nach den Situationen ihrer Schülerinnen und Schüler einsetzen können für individuelle Förderung. Meine Damen und Herren, das ist ein Wort, das macht uns auch bis heute in ganz Deutschland niemand nach.
Und dann heißt es ja manchmal aus der Opposition, ja, aus diesen 2000 Stellen, aus der 105% Lehrerzuweisung, ja, da muss ja jetzt alles bezahlt werden. Falsch, Herr Kollege Degen. Falsch, Herr Kollege Degen. Denn zu den 38.000 Stellen Grundunterrichtsversorgung, zu den 2.000 Stellen Lehrerzuweisung nach den 105% kommen noch einmal 5.600 weitere Stellen für Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für die Schulen. Da ist dann drin der Ganztag, da ist dann drin die Inklusion, da ist dann drin die Deutschförderung, da ist dann drin spezielle Schwerpunkte im Bereich Sport und. 38.000 Stellen plus 2.000 Stellen plus 5.600 Stellen. Das ist ein Wort, aber natürlich kann man immer besser werden. Aber man kann auch einmal zur Kenntnis nehmen, was wir in der Bildungspolitik auch schon erreicht haben, meine Damen und Herren. Und ein letzter Punkt, weil es die Opposition ja gar nicht mehr anspricht zu Schuljahresbeginn. Ich war jetzt ja überrascht. Lange nichts mehr gehört von der Debatte G8, G9. Lange, lange nichts mehr gehört von der Debatte G8, G9. Meine Damen und Herren, es war richtig der Kurs, den diese Regierung gefahren ist, in diesem Thema auch auf Ermöglichen statt Verordnen zu setzen. Es war richtig, den Schulen Rückkehrmöglichkeiten zu G9 einzuräumen. Im Ergebnis haben wir jetzt eine Situation, dass die allermeisten Schulen zu G9 zurückgekehrt sind, weil das auch der Wunsch der Eltern ist. Wir haben gerade noch 20 Schulen, die bei G8 sind. Man müsste eher fragen, ob das alle Elternwünsche mittlerweile berücksichtigt. Deshalb schön, dass man dieses Thema in der Debatte gar nicht mehr hört. Ein gelöstes Thema ist ein verlorenes politisches Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Oder wollen Sie noch ernsthaft den 20 Schulen, die nur bei G8 sind, erzählen, dass Sie sie damit zwangsbeglücken wollen, dass sie jetzt auch zu G9 zurückkehren? Ich glaube, das wollen Sie nicht. Aber wir sind ja jetzt sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Klare politische Schwerpunktsetzung, fast 1.000 Stellen für Bildungs- und Chancengerechtigkeit mehr innerhalb von 2 Schuljahren mit dieser Koalition. Das kann sich sehen lassen. Aber natürlich wollen wir auch noch besser werden, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler auf den Rängen, vielleicht auch Lehrer und Lehrerinnen. Ich habe mich eben auf das Thema Flüchtlingsbeschulung konzentriert und will jetzt die übrigen Dauerbaustellen in der hessischen Bildungspolitik ansprechen, die es verdienen würden, dass man sie tatsächlich, wie die Regierungskoalition fordert, mit großer Entschlossenheit und Tatkraft anpacken würde. Die Koalition feiert sich ja immer wieder gerne dafür, dass sie die demografische Rendite trotz rückläufiger Schülerzahlen in Hessen im System belässt und damit unsere Schulen angeblich außerordentlich großzügig ausstattet. Aber wir wissen, sie ist mit ihrem Konzept der demografischen Rendite grandios gescheitert. Erstens ist es ja so, dass die steigenden Flüchtlingszahlen bereits benannt sind. Aber es gibt ja auch, wie wir wissen, große städtische Regionen, in denen die Kinderzahl seit Jahren ansteigt. Zweitens gibt es eine Reihe von neuen Herausforderungen, denen nicht nur mit neuen erweiterten Konzepten, sondern auch und vor allem mit neuen erweiterten Kapazitäten begegnet werden kann und muss. Und drittens gilt selbst bei Einhalten der Schuldenbremse, gegen die wir als LINKE aus guten Gründen immer eingetreten sind, dass es aufgrund der sehr guten Steuereinnahmen durchaus Freiräume für einen Ausbau der Lehrerversorgung gäbe. Und von dem Bundesgeld habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Stellenkürzungen in euphemistischer Weise von der COA als maßvolle Stellenumlenkung tituliert sind daher nicht nur pädagogisch verwerflich, sondern auch finanziell völlig unnötig.
Ich habe Sie, Herr Schwarz und Herr Wagner, wissen das in allen Podiumsdiskussionen der letzten Tage und Wochen für die richtige Identifizierung der neuen Herausforderungen gelobt. Auch wir sehen, dass es dringend der Aufstockung von Lehrerstellen in folgenden Bereichen bedarf: Sprachförderung für Flüchtlinge, Ausweitung der Ganztagsangebote, der Ganztagsschulen, der echten Ganztagsschulen, Ausbau der inklusiven Beschulung und sozial indizierte Lehrstellenzuweisung für Brennpunktschulen. Aber Sie dürfen diese Aufstockung nicht auf Kosten anderer Bereiche umsetzen. Sowohl die Grundschulen als auch die Oberstufen der Gymnasien brauchen nämlich nicht weniger, sondern mehr als die ihnen bisher zugewiesenen Mittel, um ihrer Verantwortung angesichts der neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Ziehen Sie die angekündigten Stellenkürzungen tatsächlich weiter durch, so brechen Sie zum einen Ihr Versprechen der verlässlichen Lehrerversorgung, und zum anderen riskieren Sie, die dann entstehenden Lücken später wiederum mit weiteren Umschichtungen füllen zu müssen. Herr Kultusminister Lorz, wenn Sie so weitermachen, verspreche ich Ihnen, wir werden Sie zum Flickschusterkönig unter den Bildungsministern küren. Es ist eigentlich fürchterlich traurig. Viele Lehrerinnen haben z.B. sich von den Ergebnissen des Bildungsgipfels eine Verbesserung ihrer Überforderungssituation versprochen. Und sie haben geglaubt, dass Sie, Herr Kultusminister, bzw. die Sie tragende Koalition tatsächlich an Verlässlichkeit und Frieden in den Schulen interessiert sei. Mit der sogenannten maßvollen Stellenumlenkung haben Sie viel, viel Vertrauen verloren, zumindest bei denen, die das politische Geschäft noch nicht ganz so genau kennen. Zu Ihrem zweiten Punkt, der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern, habe ich inhaltlich schon viel in der vorigen Debatte gesagt. Anfügen möchte ich nur ein kleines Rechenexempel. Sie haben jetzt die Intensivklassen um 100 auf 400, also einen schenke ich Ihnen, damit kann man besser rechnen, ausgebaut. Laut Ihren Angaben werden wir dieses Jahr ca. 60.000 Flüchtlinge in Hessen aufnehmen. Ca. 25% davon werden nach Ihren Schätzungen Kinder und Jugendliche sein. Es wären also ca. 15.000 neu einzuschulende Kinder und Jugendliche. Und wenn ich Ihre Angabe ernst nehme, dass eine Intensivklasse zwischen 12 und 16 Kindern und Jugendlichen aufnehmen kann, ich nehme jetzt einmal die Zahl 15, weil man auch damit besser rechnen kann, dann wäre bei einer gutwilligen Abschätzung trotzdem nur für jedes zweieinhalbste von den in diesem Jahr neu ankommenden Kindern und Jugendlichen ein Platz in einer Intensivklasse verfügbar. Aber die Plätze sind ja nicht frei. Das ginge also nur, wenn alle Schülerinnen, die jetzt in den Intensivklassen sitzen, diese Plätze freimachen und eine Regelklasse wechseln würden. Schätzen wir dagegen ein, dass auch viele Kinder und Jugendliche, die bisher angekommen sind, weiter in der Förderung in einer Intensivklasse bedürfen, so wissen wir, Herr Kultusminister, dass die vorgesehenen Maßnahmen hinten und vorne nicht reichen. Da ist noch ganz viel Raum übrig, und da muss noch ganz viel Geld reingesteckt werden. Sie stellen zutreffend fest, Herr Kultusminister, dass in Hessen aufgenommene schulpflichtige Kinder vom ersten Tag an das Recht auf Beschulung haben, aber Sie rechnen anscheinend damit, dass längst nicht alle diesen Anspruch auch wahrnehmen, zumindest nicht von Anfang an. Sie spielen mit dem Feuer, Herr Kultusminister, das ist klar. Und es könnte sein, dass Sie sich die Finger damit verbrennen, nur dass die Schmerzen die Schülerinnen und Lehrerinnen ertragen müssen. Zum sogenannten Pakt für den Nachmittag werde ich nicht mehr viel sagen. Unser Urteil bleibt bestehen. Das kennen Sie, das ist eine Mogelpackung. Sie soll den Eltern lediglich vorgaukeln, dass sie den Ganztagsschulausbau vorantreiben. Klar ist, es gibt keine sinnvolle Alternative, pädagogische Alternative zum Ausbau echter, rhythmisiert arbeitender Ganztagsschulen, wo alle Aktivitäten über den Tag schulisch verantwortet sind und wo deshalb auch am Nachmittag Lehrerinnen Unterricht anbieten können. Aber das kostet natürlich mehr und erfordert auch einen Umdenkungsprozess bei allen an Schule Beteiligten. Steuern Sie endlich um, investieren Sie in echte Ganztagsschulen Profil 3. Denn ich denke, Ihre Alternative Pakt für den Nachmittag wird vermutlich über das Modellstadium gar nicht herauskommen. Sie wissen, dass Sie damit die Kommunen finanziell heranziehen und heranziehen wollen und dass sich noch nicht so wahnsinnig viele Kommunen damit einverstanden erklärt haben. Ich denke, das wird bald wieder nach unten gehen. Die nächste Beglückung sind die Modellregionen Inklusion. Wissen Sie, ich kann langsam weder das Wort Modell noch das Wort Gipfel ernst nehmen. Ich bin damit für die nächsten Jahrzehnte bedient.
Es ist Ihr Konzept. Ich meine jetzt die GRÜNEN. Die CDU lernt aber schnell, das muss ich sagen. Es ist Ihre Denke. Es ist Ihre Vorstellung, wie gesellschaftliche Veränderungen unter demokratischen Bedingungen vollzogen werden sollten. Aber meistens mutieren diese Konzeptionen zu Spielwiesen, wo man viel Zeit und Kraft aufwendet, um immer wieder an die gleichen Gummibarrieren zu stoßen und so letztlich kraftlos zurückbleibt. Wenn sich jemand jetzt an den Bildungsgipfel erinnert fühlt, dann hat er recht. Jedenfalls gelingt es der Landesregierung auch hier wieder, geforderte und ratifizierte substanzielle Anpassungen an die UN-Konvention hinauszuschieben und damit Zeit zu gewinnen. Und dies unter dem Vorwand, in Modellregionen das richtige Vorgehen erst einmal ausprobieren zu müssen. Schließlich PUSH als Fortsetzung von Schub. Dieses Programm hatten wir nicht nur immer wieder gelobt, da es an den richtigen Schrauben ansetzt. Wir hatten auch gefordert, dass seine Prinzipien wie kleine Klassen, sozialpädagogische Begleitung und stärkere Einbeziehung der Praxis auch auf andere Bereiche im Bildungswesen übertragen werden sollte. Jedenfalls ist klar, 2 x 46 Schulen sind eindeutig nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das muss unbedingt ausgebaut werden. So, eine Frage hätte ich noch. Warum fehlt denn in diesem Reigen der bildungspolitischen Wohltaten eigentlich die USF? Also die unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung. Anscheinend haben Sie vor, diese Klamm heimlich zu begraben. Auch bei Ihnen war eben in Ihrer Rede nur in einem kleinen Nebensatz davon die Rede. Ich denke, Sie täten gut daran, noch einmal nach anderen Möglichkeiten zu suchen, wie Sie die notwendige Arbeit von Sozialpädagogen in der Schule unterstützen und wirklich kooperativ mit den bisherigen Möglichkeiten zusammenführen können. Also, große Entschlossenheit und Tatkraft wäre gut. Eltern und Kinder und Lehrer warten händeringend, wie Herr Wagner eben noch sagte, darauf. Aber bitte nachhaltig und an den richtigen Stellen. So jedenfalls wird das nichts, meine Damen und Herren, von der Regierungskoalition. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich stimme in einem überein. Es macht schon Sinn, dass wir die Debatte geteilt haben, dass wir mal in zwei Runden das Ganze aufarbeiten können. Denn es ist teilweise etwas unfassbar, was hier so erzählt worden ist. Ich will mal anfangen mit der Aufteilung. Das war ja ein schöner Gag, Herr Kollege Wagner. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Man kann, wenn man es jetzt nicht angehört hat, sowohl was Sie in den beiden Beiträgen beigetragen haben, wie auch Herr Kollege Schwarz, so differenzieren. Der Teil gute Zeiten heißt, man lobt sich selbst für Leistungen anderer, insbesondere der Vorgängerregierung, für gute Lehrerversorgung, für den Sozialindex, den ja Nicola Beer erfunden hat, die dort hinten steht. Ich bin froh, dass Sie den beibehalten. Und bei den schlechten Zeiten, da diskutiert man dann die Probleme, die da sind, weg. Dazu hat kein Mensch etwas gesagt, was an den Gymnasien los ist, was an den Grundschulen passiert. Das ist dann weg. Und damit es dann richtig passt als Soap, Herr Kollege Wagner, muss ja noch ein bisschen was dazu. Dann zitiert man halt andere mal ein bisschen falsch und beschimpft sie. Das kennen wir von Ihnen. Damit wird die Show halt interessant gemacht. Aber gehen wir mal zurück zu den Fakten. Und ich will hier nur drei noch einmal ansprechen, weil die von besonderer Bedeutung sind. Das erste Faktum ist, wir haben 150 Grundschullehrer im Unterricht weniger. 150 Lehrer für die Kleinsten weniger, bei denen, wo wir die Grundlagen legen müssen für das, was notwendig ist. Und das ist ein eklatanter Fehler, ein eklatanter Rückschritt. Das Zweite, ich hatte es vorhin ausführlicher dargelegt, Sie haben 160 Stellen aus den gymnasialen Oberstufen weggenommen. Sie haben damit manche Schulen unter 100% der Lehrerversorgung gedrückt, die wir mühsam auf 104 im Durchschnitt gebracht hatten. Das tun Sie genau dort, wo wir die ausbilden und die qualifizieren wollen, die wir anschließend in MINT-Studiengänge schicken wollen, damit wir auch dort zu einer besseren Bildung und zu besseren Zukunftschancen kommen. Das ist ein eklatanter Fehler. Und was ich nicht mehr hören kann,
ist diese Argumentation, na ja, das ist ja nicht weg. Der Kollege Schwarz ist da immer besonders gut. Das ist ja alles statistisch nicht anders. Sie können dann den Schülern ja erklären, na ja, dein Lehrer ist ja gar nicht weg, der ist jetzt nur woanders. Ob das den Schüler tröstet, der davon betroffen ist, da habe ich gewisse Zweifel. Sie müssen einfach eines zur Kenntnis nehmen, und das hatte die alte Koalition zur Grundlage ihrer Politik gemacht. Wenn wir zusätzliche Aufgaben lösen wollen, dann geht das nur, wenn wir zusätzliche Mittel in die Hand nehmen. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir die Kraft, den Mut oder den Willen dazu nicht haben, dann müssen wir es lassen. Aber wir können nicht einfach herangehen, einen Verschiebebahnhof aufzumachen und die verschiedenen Bildungsbereiche gegeneinander auszuspielen. Das, was Sie dort machen, ist ein eklatantes Versagen und eine Rosttäuscherei gegenüber denen, die betroffen sind. Ich will, wie ich es angekündigt habe, als dritten Punkt etwas vertiefter auf das eingehen, was meines Erachtens die größte Herausforderung zurzeit ist. Da sind wir, was die Herausforderung angeht, uns wohl auch einig, nur was die Konsequenzen angeht, zumindest noch nicht. Das ist die Frage der Beschulung von Flüchtlingen, sowohl Minderjährigen wie auch Erwachsenen, insbesondere auch Heranwachsenden. Was sich dort abgespielt hat im letzten Jahr und vor diesem Schuljahr, ist ein Drama der übelsten Art und Weise, was diese Landesregierung uns vorgeführt hat, was diese Koalition uns vorgeführt hat. Ein Jahr lang wurde ich auf meine Nachfragen sowohl im UAW wie auch im KPA immer wieder vertröstet, wir arbeiten noch dran. Es gibt noch die Gespräche zwischen Sozialbereich und Kultusbereich, wie wir das alles gestemmt kriegen. Was kam denn zum Schluss raus? Nichts kam raus. Der Sozialbereich hat sich verweigert, hat sich geweigert, zusätzliches Potenzial bereitzustellen. Man hat den Kultusbereich alleine gelassen, der in der Tat keine zusätzlichen Stellen bekam, entsprechend auch nichts Zusätzliches beitragen konnte. Der Finanzminister wird ja wahrscheinlich nachher kommen, wenn er seinen Haushalt einbringen will. Der Finanzminister hat sich entspannt zurückgelehnt und hat gesagt, lass die das mal untereinander streiten. Ich habe mit dem Thema nichts zu tun. Zusätzliches Geld gibt es jedenfalls nicht. Ich werke auch nicht daran mit, dieses in anderen Ressorts zu finden. Und was ist dabei herausgekommen? Sie loben sich in Ihrem Antrag, dass Sie ein paar mehr Intensivklassen eingerichtet haben. Das ist auch gut so. Es wird nicht ausreichen, das wissen wir auch alle. Aber es ist gut, dass es diese zusätzlichen Klassen gibt. Aber wie haben Sie es denn gemacht? Sie haben es gemacht, indem Sie die Unterrichtsversorgung, dort die Unterrichtszahl, die Stundenzahl reduziert haben. Auch dort Verschiebebahnhof, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist keine verantwortungsbewusste Politik. Und speziell bei dem Thema InteA kann ich nur feststellen, Sie haben jetzt ein Programm aufgelegt für 16- bis 18-jährige minderjährige Flüchtlinge, die in diesem Programm beschult werden sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist weniger als das, was wir vorher hatten, als es noch kein InteA-Programm gab, sondern in der Zeit, in der mehr oder weniger freihändig mit Duldung aller Ministerien das Kultusministerium gestrickt hat und ermöglicht hat, dass entsprechender Unterricht an verschiedenen Schulen in Hessen stattfand. Dort war es gar keine Frage, dass natürlich auch die über 18-Jährigen in die Unterrichtung einbezogen werden müssen, dass man auch diesen Jugendlichen, jungen Menschen helfen muss. Das haben Sie einfach gecancelt. Das geht noch ein Stück weit mit einer geringen Zahl zusätzlicher über 18-Jähriger, die dann im System noch bleiben dürfen, wenn sie schon drin sind. Meine Damen und Herren, das ist ein grundlegender Stockfehler Ihres Programms InteA. Sie schließen die Gruppe der 18- bis 21-Jährigen insbesondere aus. Das ist die gleiche Klientel, wenn Sie sich mit der Praxis befassen, wenn Sie sich anschauen, welche Menschen dort sind. Das sind Menschen, die die gleichen Probleme haben, ob sie gerade 16, 17 oder 18 sind oder ob sie schon mit 20 oder 21 eine entbehrungsreiche Flucht hinter sich gebracht haben. Das sind die gleichen Traumatisierungen, die Sie bei all diesen Kindern und Jugendlichen vorfinden. Und deswegen ist es eine üble Botschaft, dass Sie hier InteA begrenzen auf 16- bis 18-Jährige. Ich will das hier in aller Deutlichkeit sagen, um den Bogen auch zur gestrigen Debatte noch einmal zu schlagen. Deutsch, Deutschkenntnis und Bildung, insbesondere Bildung auch zur Berufsqualifizierung, zur Vorbereitung auf Berufsbildung,
ist die Grundlage für alles, ist die Grundlage für Integration in unserem Land, ist aber vor allem auch, und das ist ja interessant, dass Sie dort ignorieren, was Sie hören aus der Wirtschaft, unisono, ob das die Unternehmerverbände der Industrie sind oder ob es das Handwerk ist, die brauchen Arbeitskräfte, die brauchen diese jungen Flüchtlinge, sie brauchen sie gut qualifiziert, sie brauchen sie schnell und sie brauchen sie dauerhaft. Wichtiger aber noch als dieser wirtschaftliche Aspekt ist in der Tat die Überlegung der Voraussetzungen der Integration. Ohne Deutsch geht hier nichts. Ich sage Ihnen sehr deutlich, wenn dieses Land bei der Integrationspolitik in den nächsten Jahren versagen wird, wenn sie insbesondere bei der Komponente Bildung im Rahmen der Integrationspolitik versagen wird, dann wird sich das zu einem massiven Staatsversagen ausweiten, dessen Folgen wir heute noch gar nicht absehen können. Ich wiederhole deswegen zum Abschluss das, was ich vorhin schon einmal gesagt habe und was ja offensichtlich zu etwas Aufregung geführt hat. Wir bleiben bei unserer Forderung und halten sie für unausweichlich, dass mindestens 10% aller Mittel, die zusätzlich vom Bund nach Hessen kommen, in die Bildung fließen müssen. Und ich komme noch einmal zurück, Herr Kollege Schwarz, ich komme noch einmal zurück auf das Thema der 300 Millionen €, die angekündigt sind für 2016. Ich rechne Ihnen das gerne vor. Diese 300 Millionen € zusätzlich vom Bund, wenn wir sie mit dem Faktor 10% nehmen, bedeutet das, dass wir 30 Millionen € zusätzlich für Bildung haben. Das sind umgerechnet grob 600 Stellen. Wenn mehr kommt, auch mehr. Diese werden wir brauchen. Das wissen Sie alle. Und mit dem Kooperationsverbot, Herr Kollege Schwarz, um das zu beantworten, hat es in der Tat überhaupt nichts zu tun. Herr Kollege Schwarz, habe ich gesagt. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Denn hier geht es um die Frage von Flüchtlingspolitik. Und Sie können die Frage der Bildung und Ausbildung von Flüchtlingen, das wiederhole ich, nicht allein dem Kultusressort anlasten. Das ist eine Frage der Flüchtlingspolitik, und dort ist der Bund zuständig. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Degen, SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit Verlaub, die Einschaltquoten schienen beim Schlechte-Zeiten-Teil besser zu sein als beim Gute-Zeiten. Ich hoffe mal, Herr Kollege Wagner, dass das nicht zur Einstellung Ihrer Sendung führt. Ja, apropos, Herr Wagner, ich weiß nicht, ob Sie eingeschaltet hatten am Anfang der Debatte des ersten Teils. Da ging es durchaus auch um G8, G9. Also, da sind Zahlen gefallen wie 200 Schülerinnen und Schüler, die auf G8 gezwungen werden. Und es ist durchaus so, dass ich der Meinung bin, dass das Umziehen innerhalb Hessens inzwischen schwieriger ist als innerhalb der Republik, weil einfach keinesfalls wirklich eine echte Wahlfreiheit und alle Angebote überall im Land gegeben sind. Aber da will ich mich gar nicht jetzt zu sehr darauf vertiefen. Wissen Sie, es ist ja schon durchaus so, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen Regierung und Opposition. Und ich habe auch noch einmal darüber nachgedacht, woran das liegen mag. Also, ich habe das Gefühl, die schwarz-grüne Landesregierung und ihre Fraktion argumentieren zunehmend einfach nur noch mit Zahlen. Es geht um Statistiken, es geht um Prozentzahlen, aber sie sehen nicht mehr die Menschen, die in der Schule lernen und arbeiten. Sie argumentieren mit einer Grundunterrichtsversorgung, die Sie ja aber auch gleichzeitig nach Belieben verändern. 100% ist ja nicht das, was immer 100% war, sondern das Beispiel der Oberstufen ist ja das beste Beispiel, dass Sie einfach mal schön am Rädchen drehen und dann eben einfach sich die Zahlen schönrechnen. Außerdem ist es so, dass Sie irgendwie nur auf den Input gucken. Sie gucken, was Sie reinstecken. Aber was am Ende eben rauskommt, ist doch die Frage, gerade wenn so viele Ressourcen in die Schulen reingesteckt werden, woher kommen denn dann all diese Überlastungsanzeigen? Hat die Opposition die angefordert? Schreiben wir die? Oder wie kommt das? Das ist doch Quatsch. Ja?
Deshalb wirklich die Frage, schauen Sie mal, achten Sie mal darauf, wo eigentlich, was eigentlich damit passiert, evaluieren Sie ordentlich, und dann können wir auch wirklich darüber reden, ob die Mittel angemessen sind. Wenn Sie aber sich auf Zahlen schon einlassen, und gerade dieser Antrag, der jetzt dieser Debatte zugrunde liegt, der dreht sich ja vor allem um auch den Vergleich mit anderen Bundesländern. Und ich weiß nicht, ob sich das einfach mal so festgesetzt hat. Ich habe mal nachgeforscht. Wir haben mal das Beispiel Thüringen. Bis 2009 gab es da eine CDU-Regierung, die hat 9.000 Stellen abgebaut. Seit 2009 regieren Sozialdemokraten mit. Seitdem wurde jeglicher Stellenabbau gestoppt. Jetzt gerade sind 300 neue Stellen für Flüchtlinge in der Diskussion. Zu Baden-Württemberg haben wir schon etwas gesagt. Da wurde in der Tat von der CDU-FDP-Regierung bis 2011 ein massiver Stellenabbauplan festgelegt. Allein aber im Jahr 2015 wurde keine einzige Stelle abgebaut. 600 neue Stellen sind in der Diskussion. NRW. In der Tat kann man NRW vorwerfen, dass da die sogenannten Vorkriegsstunden gestrichen wurden. Das liegt nämlich daran, meine Damen und Herren, dass in NRW in den 90er Jahren Lehrerstunden mehr arbeiten mussten. Um diese Mehrarbeit wieder auszugleichen, wurden diese Vorkriegsstunden dann geschaffen, die jetzt auch wieder abgebaut sind, weil nämlich in NRW glücklicherweise Lehrerarbeitszeit nicht so hoch ist wie in Hessen und man das wieder kompensiert hat. Da wurden alleine für Flüchtlinge in diesem Jahr neben den 2,6, die jetzt in der Nachtragsberatung sind, insgesamt 3.599 Stellen für Flüchtlinge geschaffen, meine Damen und Herren. Und im Saldo unterm Strich rechnet man selbst diese Vorgriffsstunden ein, hat NRW im Haushaltsplan 2016 243 Stellen mehr stehen als 2015. Also es gibt auch so mehr Stellen. Nehmen wir Mecklenburg-Vorpommern. Ein kleineres Bundesland hat weniger Lehrer und Schüler als wir. Da wurde keine Stelle abgebaut. Da waren im Jahr 2011 10.273 Stellen im System. Im Jahr 2015 jetzt sind es 11.176, und im nächsten Jahr werden es mehr, meine Damen und Herren. In Sachsen wurden bis 2012 auch Stellen abgebaut. Aber seit der SPD-Mitregierung gibt es keinen altersbedingten Abgang mehr. Und es gibt jetzt bis zum Jahr 2019 jedes Jahr mehr Stellen, insgesamt 1.000 Stück. Auch in Bremen, meine Damen und Herren, kein Abbau von Lehrerstellen. Die Zahl der Stellen blieb bisher stabil. Und für die nächsten Jahre ist eine Steigerung von 4.900 auf 4.970 eben erreicht. Und es gibt weitere Stellen für Vorkurse. In Brandenburg, meine Damen und Herren, auch hier kein Abbau, 145 Stellen für Flüchtlinge, weitere Verhandlungen laufen, und ein weiterer Aufbau von Stellen bis 2018 ist geplant. Also wo bitte ist hier das Alleinstellungsmerkmal von Hessen, dass wir das einzige Bundesland sein, die keine Stelle abbauen? Das ist keineswegs der Fall. Meine Damen und Herren, ich will noch einmal etwas sagen zur 105% und den Aufgaben, die damit zu bewältigen sind. Ich habe mir das noch einmal genau angeschaut. Irgendwie scheinen diese 105% ja die eiermilchlegende Wollmilchsau zu sein. Also daraus soll ja irgendwie, Herr Wagner hat es hier angesprochen, daraus soll alles Mögliche gemacht werden von der USF, von ja, Stellen, die schon längst da sind. Auch daraus muss man jetzt den Abbau der Schulsozialarbeit kompensieren, auch wenn wir es schriftlich haben, Herr Minister Lorz, dass Schulsozialarbeit und USF nicht das Gleiche ist. Daraus sollen Profilbildungen der Schulen gemacht werden, zusätzliche Unterrichtsangebote. Es sollen neue Methoden und Sozialformen umgesetzt werden, zusätzliche Betreuungsangebote, Hausaufgabenhilfe, Förderunterricht, Schülerberatung, Einrichtung kleiner Lerngruppen. Die Liste geht über fast 30 Punkte, die wir aus verschiedenen Anfragen zusammengestellt haben. Alles aus Ihrem Haus. All das müssen Schulen leisten. Dementsprechend sind einfach Überlastungsanzeigen nachzuvollziehen. Und einen letzten Punkt will ich auch noch sagen, der mir bisher zu kurz gekommen ist. Sie bauen massiv Stellen ab in der Bildungsverwaltung. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo Schulen auf Unterstützung angewiesen sind, brauchen wir ein Schulamt, brauchen wir Schulämter, eine Bildungsverwaltung, die dafür auch ausgestattet ist. Und wenn Sie jetzt noch die Schulämter anweisen, all denen, die hier im Juni 2015 gestreikt haben, das jetzt noch so zu sanktionieren, worauf Lehrkräfte Anhörungen verlangen werden, das wird eine massive Arbeitsbelastung mehr sein für Schulämter. Auch da sollten Sie sich das noch einmal gut überlegen, meine Damen und Herren. Aber am schlimmsten ist ja, finde ich, dass bei dem Stellenabbau in der Bildungsverwaltung auch die Schulpsychologen mit betroffen sind. Und gerade vor dem Hintergrund der Flüchtlingskinder
die unter massiven Traumatisierungen leiden. Gerade da ist es doch absolut falsch, hier noch bei Schulpsychologen zu sparen, meine Damen und Herren. Eigentlich brauchen wir auch hier, tut mir leid, Herr Wagner, ein bisschen mehr. Fazit auch zum Schuljahr 2015/16 bleibt Bildungsgerechtigkeit in Hessen auf der Strecke. Wir haben insgesamt weniger Lehrer in den einzelnen Klassen und Kursen. Wir haben keine Schulsozialarbeit mehr. Wir sind schlusslich bei der Inklusion. Der Pakt für den Nachmittag ist eine Fehlinvestition. Das G8, G9 Chaos geht weiter, und Lehrkräfte fühlen sich alleingelassen, fühlen sich überfordert. Und so kann man nicht sagen, es kommt auf den Lehrer an. Sie müssen mehr dafür sorgen, dass Lehrkräfte motiviert sind und hier gute Arbeitsbedingungen an den Schulen sind. Dementsprechend gibt es nach wie vor viel zu tun. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Degen. Das Wort hat der Kultusminister. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte vorhin in der ersten Runde ja schon angekündigt, dass ich gerne weiter über die bildungspolitischen Prioritäten dieser Landesregierung sprechen werde. Und nachdem wir in der ersten Runde angesichts des Antrags der SPD vor allem über quantitative Aspekte, also sprich Geld, gesprochen haben, lassen Sie mich jetzt vor allem über qualitative Veränderungen reden. Wobei ich weiß, ganz kann man das nicht trennen. Wenn wir im Bereich der sozialpädagogischen Förderung, Frau Abg. Cárdenas, ich glaube, ich habe die Hälfte meiner Redezeit in der ersten Runde auf die Erläuterung dieses Vorhabens verwendet, fand ich bei 21 Millionen € pro Jahr auch durchaus angemessen, auch im Vergleich zu den 400.000, die sozusagen aus alten Zeiten noch unter diesem Titel Schulsozialarbeit da standen, würde ich auch sagen, 400.000 gegen 21 Millionen, das ist nicht bloß Quantität. Das wirkt sich definitiv auch qualitativ aus. Aber das können wir an anderer Stelle weiter vertiefen. Ich will heute in dieser zweiten Runde natürlich auch mit dem zentralen Thema dieser Tage beginnen und über unsere konzeptionelle Aufstellung angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation und der Notwendigkeit des Spracherwerbs für diese Menschen sprechen. Es ist schön, dass wir uns in diesem Hause übrigens über dieses Ziel und über diese Notwendigkeit absolut einig zu sein scheinen. Meine Damen und Herren, wir haben zu diesem Schuljahr die letzte Lücke in unserem systematischen Gesamtsprachförderkonzept geschlossen. Das bedeutet, wir haben jetzt einen umfassenden und passgenauen Maßnahmenkatalog zur Beschulung der Zuwanderer im schulpflichtigen Alter. Dazu gehören die Vorlaufkurse. Dazu gehören die Intensivmaßnahmen, und zwar sowohl die Intensivklassen als auch die Intensivkurse. Es sind ja sozusagen zwei Möglichkeiten von Maßnahmen. Einmal wirklich Zuwanderer schwerpunktmäßig in einer Klasse zu beschulen und zum Deutscherwerb zu bringen, und dann eben Schülerinnen und Schüler, die ansonsten bereits im Regelunterricht sind, eine zusätzliche Sprachförderung im Intensivkurs angedeihen zu lassen. Das muss auch nach den jeweiligen Verhältnissen vor Ort entschieden werden. Ich will damit nur zeigen, wir haben ein ganz breites Spektrum von Maßnahmen. Also man darf das auch nicht einfach auf die Zahl der Intensivklassen reduzieren, obwohl die schon beeindruckend genug ist. Wir haben beides zum neuen Schuljahr wesentlich verstärkt. Vor allem aber haben wir die bewährten Bausteine dieses Gesamtsprachförderkonzepts jetzt aus dem allgemeinbildenden Bereich auf die beruflichen Schulen übertragen. Das ist unser Programm INTEA, Integration und Abschluss. Denn das Programm, das sich dahinter verbirgt, das stellt erstmals auch Intensivklassen für Flüchtlinge und Zuwanderer ohne Deutschkenntnisse in der Berufsschule zur Verfügung. Das gab es vorher gar nicht. Deswegen kann sich an dieser Stelle auch nichts verschlechtert haben. Es ist das erste Programm, das in der Berufsschule zu diesem Zweck existiert. Vorher, Sie hatten es selber gesagt, Herr Abg. Greilich, wurde das irgendwie so freihändig mit den vorhandenen Ressourcen gemacht. Nebenbei bemerkt, es spricht dafür, dass die Personalausstattung auch gar nicht so schlecht gewesen sein kann, wenn man das freihändig gemacht hat. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal ein richtiges Programm dafür. Und damit sind wir konzeptionell für die Bewältigung dieser neuen Herausforderung gut gerüstet, dass wir über die Zahlen, angesichts der weiteren Entwicklung, die wir alle in ihrem Umfang nicht absehen können, sicherlich in diesem Hause und auch anderswo noch viel werden reden müssen. Das ist jetzt in diesen Debatten dieser Tage schon so oft gesagt worden. Das will ich nicht wiederholen. Was mir wichtig ist, meine Damen und Herren, ist, dass wir auch die anderen Erfordernisse der gesellschaftlichen Veränderungen im Bildungsbereich nicht vernachlässigen. Da haben wir über die sozialpädagogische Förderung bereits gesprochen. Aber der beste Beleg dafür ist die Ausweitung der Ganztagsangebote.
Denn damit reagieren wir einerseits auf die Notwendigkeit der Vereinbarung von Schule und Berufstätigkeit. Das ist quasi der familienpolitische Hintergrund. Aber wir wollen andererseits damit natürlich auch pädagogische Chancen nutzen. Das ist der eigentlich noch wichtigere bildungspolitische Hintergrund. Und, meine Damen und Herren, mit der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarungen mit den Pilotschulträgern zum Pakt für den Nachmittag hat die Regierungskoalition aus CDU und GRÜNEN das größte Ganztagsprogramm in der gesamten hessischen Bildungsgeschichte auf den Weg gebracht. Wir hatten schon einen Rekordwert für Lehrkräfte und pädagogisches Personal im Ganztagsbereich. Und wir haben die Zahl der pro Jahr zusätzlich dafür verfügbaren Stellen jetzt im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal verdoppelt. Damit sind heute fast 2.000 Stellen im Ganztagsbereich aktiv. Und wir halten an dem Ziel fest, innerhalb von 5 Jahren allen Eltern, die dies für ihre Kinder wünschen, ein freiwilliges und individuell ausgestaltetes Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr zur Verfügung zu stellen. Und die zahlreichen Bewerbungen, die uns schon jetzt mit Blick auf das Schuljahr 2016/17 vorliegen, die zeigen deutlich, wie sehr dieses Programm auch von den Schulträgern angenommen wird, allen gegenteiligen Bemühungen der Opposition in diesem Hause zum Trotz, Frau Abgeordnete Cárdenas und meine Damen und Herren. Und wir sind mit den Schulträgern auch noch auf einem anderen Gebiet in einer sehr guten Kooperation. Und zwar, wenn es darum geht, dass Menschen mit Behinderungen frei von Diskriminierung und auf der Grundlage von Chancengerechtigkeit ihr Recht auf Bildung verwirklichen können. Dafür haben wir zum neuen Schuljahr weitere Modellregionen für Inklusion eingerichtet. Und, Frau Abg. Cárdenas, das spricht doch nichts gegen ein Modell, wenn es funktioniert. Und die Tatsache, wie diese Modellregionen angenommen werden und wie positiv dort gearbeitet wird, die belegen doch, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Und wir können damit Stück für Stück dafür sorgen, dass insbesondere im Grundschulbereich möglichst keine Elternwünsche auf inklusive Beschulung mehr abschlägig beschieden werden müssen. Ja, wir sind im Moment auf der geringsten Zahl, die es je gegeben hat, was diese Ablehnungen anbetrifft. Wir wollen weiter daran arbeiten, das möglichst nah oder idealerweise auf die Null zu bringen. Das ist unser Ziel. Daran halten wir fest. Und wir geben dafür in diesem Schuljahr auch zum ersten Mal mehr als 2.000 Förderschullehrerstellen für die sonderpädagogische Unterstützung an die allgemeinbildende Schule. Ich will allerdings in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, zwei Dinge ebenfalls betonen. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Cárdenas? Bitte sehr. Herr Kultusminister, was sagen Sie denn dazu, dass trotzdem an den Förderschulen die Schülerzahlen steigen? Das passt doch nicht zu dem, was Sie sich vorgenommen haben. Frau Abg. Cárdenas, wir stellen in der Tat fest, das macht uns auch etwas Sorge, dass die Etikettierung von Schülern als sonderpädagogisch förderbedürftig zunimmt. Das heißt, dass wir in der Tat in den letzten Jahren eine Entwicklung hatten, dass wir die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der inklusiven Beschulung permanent gesteigert haben, auch durch die Ressourcen, die wir dort investiert haben, dass aber gleichzeitig auch die Zahl der Förderschülerinnen und Förderschüler jedenfalls bis zum letzten Jahr gestiegen ist. Das liegt daran, dass man mehr Schülerinnen und Schüler sonderpädagogischen Förderbedarf bescheinigt. Wir sehen da auch sehr eklatante Unterschiede zwischen einzelnen Schulamtsbezirken, die man einfach nicht richtig erklären kann, weil ich davon ausgehe, dass jetzt die sonderpädagogische Förderung etwa im Schwalm-Eder-Kreis nicht per Definition höher ist als im Main-Kinzig-Kreis. Da kann irgendetwas nicht stimmen. Daran müssen wir sicherlich noch arbeiten. Das ist eine Aufgabenstellung. Die Kreise waren völlig willkürlich gegriffen. Ich habe auch die Zahlen nicht. Also nageln Sie mich bitte nicht auf die einzelnen Kreise fest. Ich belege das gerne. Aber es waren jetzt wirklich zwei willkürlich gegriffene Beispiele. Meine Damen und Herren, ich will allerdings zwei Dinge in diesem Zusammenhang ebenfalls betonen. Und zwar erstens die Wahlfreiheit der Eltern in beide Richtungen. Das heißt, dass auch Förderschulangebote für die Eltern und Kinder erhalten bleiben müssen, die dies wünschen. Und zweitens die Notwendigkeit, diesen Prozess der Inklusion schrittweise voranzubringen und dabei sowohl die Übereinstimmung mit den Schulträgern als auch den Einklang mit der Entwicklung der jeweiligen Schulen zu erreichen. Ermöglichen statt verordnen, das haben wir heute auch schon wieder einmal gehört, das gilt auch für uns in diesem Bereich. Deswegen schließen wir Vereinbarungen, meine Damen und Herren, und dekretieren nicht von oben irgendeinen Masterplan. Und ich will noch einen letzten Punkt als gesellschaftliche Herausforderung thematisieren, der mir besonders am Herzen liegt. Und das ist die Ausbildungsfähigkeit unserer Jugendlichen, um ihnen den Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt zu erleichtern. Wir wollen Schulabbrüche vermeiden. Wir wollen die Jugendlichen intensiv auf den Übergang von der Schule in die Ausbildung vorbereiten. Und wir wollen sie auch in dieser Lebensphase entsprechend begleiten.
Dazu haben wir in den letzten Jahren mit den Programmen Schub und Eibe, über die ja dankenswerterweise in diesem Haus auch immer Einigkeit bestanden zu haben scheint, zusätzlich zum schulischen Regelangebot sehr gute Erfahrungen gemacht und eine Vielzahl von Jugendlichen mit einer eher ungünstigen Prognose zum Schulabschluss geführt. Deswegen haben wir auch die Kerninhalte dieser beiden Förderprogramme in einem neuen Programm Praxis und Schule zusammengeführt. Wir haben sie überdacht und weiterentwickelt. Wir setzen die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds dort konzentriert und vollständig für die sozialpädagogische Unterstützung ein und stocken sie aus dem Landeshaushalt weiter auf, um auch an dieser Stelle präventiv tätig zu sein und Jugendlichen zu einer erfolgreichen Schullaufbahn zu verhelfen. Sie sehen also, meine Damen und Herren, wir sind in Hessen auf einem guten Weg. Wir stellen uns der großen Herausforderung der Flüchtlingsintegration, aber wir verlieren deswegen die anderen bildungspolitischen Aufgaben nicht aus dem Blick. Wir garantieren weiter eine verlässliche Lehrerversorgung. Wir stehen für die Wahlfreiheit der Eltern ein. Und auf diesem Wege werden wir die Zukunft meistern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ende der Debatte. Es wird vorgeschlagen, den Antrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dem KPA zu überweisen. Dem wird zugestimmt. Dann ist der Punkt 49 erledigt.